Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen heute zum neuen Part von StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir sind hier immer noch in der Mission, wo wir die Türme zerstören müssen. Ja, Kommandant. Und mittlerweile auch noch andere Protoss befreien müssen. Was ich dann selbstverständlich sehr geil finde. Ich werde jetzt auf jeden Fall darauf warten, dass... Moment. Was ist hier los? Aha. Das hat mich jetzt ein bisschen beängstigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, und ich werde auf jeden Fall mal sehen, dass wir vielleicht unsere Schiffe ein bisschen verbessern mit einem Upgrade-Gebäude. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. So, wie weit sind wir denn hier jetzt? Und nun? Das ist natürlich unsere neue Einheit 1. Wenn ich jetzt wüsste, wo... Ach, der ist gerade dabei operieren, das ist super. Ich muss gerade mal ganz kurz zu meinem Kater, weil der schmeißt gleich das ganze Essen weg. Ich habe euch ja vor ein paar Parts erzählt, dem geht es nicht ganz so gut. Und wenn wir ganz viel Pech haben und sich seine Werte nicht verbessern, dann kann es sein, dass er am Samstag, also morgen, eingeschläfert werden muss. Und wenn dem so ist, dann sehe ich ganz schwarz im Moment für meine Let's Plays. Jawohl. Weil dann muss ich mich echt um die Frau kümmern, weil die sonst daran zerbricht. Weil 11 Jahre der Kater und ja, was soll ich sagen? Ihr liegt ja sehr am Herzen. So, was haben wir denn hier? Ist das hier der? Tore in der Fabrik ist es nicht. Wer hat die Flotte gerufen? Haben wir da? Wo ist denn das mit dem? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, mein Bauch brummt. Wo können wir das denn forschen? Wir hatten doch irgendwo eine Fähigkeit und ein Gebäude, womit wir das verbessern konnten, die ganzen Sachen. Oder können wir das gar nicht? Wo ist denn das Gebäude, wo wir das verbessern können, die ganzen... Ich blick da nicht mehr so ganz durch. Was soll's? Lassen wir das. Sie wünschen? Mit denen können wir auf jeden Fall weiterziehen. Energie! Und du brauchst zur Verteidigung auf jeden Fall neue. Ja, was heißt neue? Ist nur einer. Was soll's? Ist nicht ganz so... Wow. Bitte hier bleiben. Einheit 1. Ja, Kommandant. Auf geht's. Auf in die Schlacht. Bestätigt. Ins wilde Gemetzel. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht, während wir unterwegs zu irgendwo anders hin sind, von den Gegnern angegriffen werden, weil das wäre jetzt nicht ganz so pralle. Ich will auf jeden Fall... Kurs ermittelt. ...die befreien. Damit wir da schon mal die erste Einheit von haben. Also das nächste wäre da. Da werde ich aber... Peter hingehen. Ich denke mal, dass ich hier unten erstmal... Ach scheiße, das sind zwei Kraftfelder. Das ist natürlich nicht so toll. Naja. Die holen wir jetzt raus. Super. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Tal'Darim werden für ihren Verrat bezahlen. Auf dem Weg. Ja, das werden sie... Och, und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Verstanden. Schnell weg da! Jawohl! Ich hoffe, meine Schiffe kommen rechtzeitig an. Oder zumindest das Schiff, was ich baue, ist rechtzeitig fertig. Alles andere wäre sehr uncool. Na kommt schon. Fahrt oder fliegt. Kreuzer einsatzbereit. Ah, wie aufregend. Schnell drauf da! Brutale Jawohl. Angriff, alle Geschütze. Dann schnell die kaputt machen. Na, wenigstens kommen sie nicht hinterher. Weil unsere Mechaniker sind dann doch ein bisschen schneller wie die Zerstörungswut der Gegner. Jawohl. Hat gut geklappt. Ja, Mineralienfeld erschöpft. Ich hab's gewusst. Das mit der Fabrik verstehe ich immer noch nicht, warum wir da nichts bauen. Oder ist das... Mineralienfeld erschöpft. Ach cool, das haben wir ja doch. Können wir also doch verbessern. Das ist sehr schön. Wie sieht's hier aus? Da können wir noch nichts wieder Neues bauen. Ja, Kommandant. Das heißt, ich nehme jetzt diese Einheiten und hau hier erstmal um mich. Mineralienfeld erschöpft. Da bitte. Ja, ich weiß, Mineralienfeld erschöpft. Wir bauen da gleich was Neues. Ich muss auch sehen, dass ich vielleicht mal einen von den Medivacs baue. Weil die brauchen wir, um unsere Einheiten rüber zu... bringen. Ja, die fliegen da auf jeden Fall gut durch die Gegend. Hier haben wir sie befreit. Die könnten wir eigentlich auch abholen. Das sind sogar unsichtbare, wenn ich das richtig sehe. Ja, dauerhaft getarnt. Super.
Und hier baue ich dann auf jeden Fall unsere nächste Basis. Jo, so machen wir es. Sie wünschen. Das haben wir gleich kaputt. Pulverisiert sie. Das Schlimme ist ja, die Protoss, die überleben in diesem Feld. Und einsatzbereit. Es kann losgehen. Und den ist dann gleich auch weg. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt oben rappelt hat in der Kiste, aber was soll's. Macht keine Gefangenen. So, und da können wir direkt drauf knallen. Brutaler Angriff, alle Geschütze. Ah, wie aufregend. Jawohl, abgefangen, bevor die bei uns in der Basis sind. Super. So, schnell den kaputt machen. Ne, erst den, weil der schießt auf uns. Die anderen machen das ja nicht. Mein Gott, der fliegt doch nicht. Der alten Lappen. Könnte doch nichts. So, und jetzt hier schnell auf das Teil drauf. Was auch immer. Bestätigt. Na, haben wir zwei, die schießen, oder nur einen? Jawohl, das war's. Auf dem Weg. Das Kraftfeld ist weg. Oh, oh. Die Schutzkammer. Wir sind dem Artefakt sehr nah. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Ja, mit dem hatten wir ja schon mal zu tun in der Mission, wo wir für die Ärztin was machen mussten. Jawohl. So, ich weiß jetzt auch gar nicht. An diesem Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Ja, ich weiß. Zusätzliche Mineralienvorkommen. Die jetzt kaputt schießen? In der Nähe geortet. Aufregend. Na, schnell weg. Jawohl, damit haben wir die kaputt. Hier befreien wir noch wieder welche und dann können wir uns eigentlich erstmal wieder zurückziehen. Bin unterwegs. So, die sind auch dauerhaft getarnt. Mit euch jagen. Und ich denke mal, wir werden hier mal ein bisschen verteidigen. Das Mineralienfeld ist erschöpft, da sind nicht mehr ganz so viele drin. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal sehen. Dass ich hier welche reinpacke. Wie viel passen da rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das heißt, da werde ich dann auf jeden Fall noch 5 Stück erstmal bauen. Den Rest ziehen wir dann da rein. Und ich muss ja. Ah, da ist ja auch noch einer. Dann passt das ja hundertprozentig. Schisswaffen. Das auf jeden Fall forschen und das auf jeden Fall forschen, damit unsere Schiffe noch ein bisschen stärker werden. Und als nächstes geht es dann hier oben hin. Hier können wir eigentlich nochmal zerstören, und wie ich nun? Das gerade so sehe. Mineralienfeld erschöpft. Weil dann stört uns das da auch nicht mehr im Blick. Super. Hinüber. Hier bleiben wir stehen. Geschwader unterwegs. Falls da mal wieder was vorbeifliegen will. Die WBFs können da rein und dann können wir auch schon auf der anderen Seite basteln. Ich glaube, das mache ich jetzt auch direkt, oder? Ja, komm. Dahin. Laut und deutlich. WBF bereit. Schnelles Aufladen hat er auf jeden Fall. Ausladen. Heilt 3 Trefferpunkte pro 1 Energie. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und hier haben wir definitiv große Mineralienvorkommen. Hier können wir noch ein bisschen was machen. Und ich glaube, ich hole uns gleich auch mal unsere Protoss-Freunde ab. Und was jetzt? Wie lade ich die denn jetzt aus? Moment, alle ausladen da. Hier Zack. Ist Endstation. Super. Wo ist der Notfall? Die gehen schon mal reparieren. Und du kannst hier wieder neue Viecher abholen. Gemeinde. Wobei, WBF warte mal. Bereit. Hol mal bitte erst die ab. Was verlangt ihr von uns? Oh, Schiffe! Ja, Commander. Okay. Sie wünschen. Was gibt's denn? What? Wo sind denn jetzt meine Einheiten? Im Anflug. Kreuzer einsatzbereit. Da wieder hoch. Ihr baut bitte eine neue Basis auf. Erschöpft. Was auch? Wir warten nur auf Sie. Shagul Inak. Rein da. Was da war jetzt total sinnfrei, sie abzuholen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber was soll's. Ich hab sie da auf jeden Fall schon. Ach Mist. Verstanden. Lassen wir sie mal wieder draußen.
Ausladen. Bitte dahin. Raus mit euch. Sehr schön. Und euch auf hole ich Weg. Ab. Alles Beste. So, wie schaut es denn hier jetzt aus mit unseren Einheiten? Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Da brauchen wir nichts machen. Der Vorstand noch, die beiden. Oh, wir haben kein Vespingas mehr. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss jetzt definitiv sehen, dass ich unsere Baumännchen rüberkriege. Aber erstmal die hier einladen. Einsteigen oder aussteigen? Und hier hin zur Verteidigung schicken. Hier genau. Ist Endstation. Und dann bitte die Baumännchen abholen, damit wir hier dann loslegen können, volle Pulle. Moment, kann ich noch mit allen da jetzt reparieren oder habe ich das noch nicht geforscht? Ich weiß es gar nicht. Wir warten nur auf Sie. Der ist da. Hier rüber. Ich glaube, die setzen wieder was in Bewegung. Unsere Schiffe sind auf jeden Fall stärker geworden. Ach wirklich? Ja, ach wirklich. Du sagst es. So, die sind fertig. Dann bitte einer bauen Raffinerien. Aber sicher! Und ihr geht was bitte da mal abholen. Was nicht passt, wird passt und gemacht. Zack, das klappt doch alles gut. Aufsteigen. Auf geht's. Dahin. Und hier bitte neue Schiffe bauen. Ach, geht gerade nicht. Wir haben wieder keinen Vespingas. Ey, was machst du denn da? Bleibst du bitte hier? Oder da ist mir auch recht. Hauptsache. Was gibt's denn? Da ausladen. Alle auf einmal rauskicken. Jawohl. Unterwegs. Und die nächsten. Bestätigt. Hier bitte. Nur zu. Auch. Abbauen. Und dann würde ich sagen, können wir doch mit unseren Schiffen schon mal wieder das nächste Ding angreifen. Was ja, ist das los? Werde ich auf jeden Fall tun. Wahrscheinlich ist das jetzt immer. Jedes Mal, wenn ich einen Angriff hier was schicke, dass die mit ihren gegnerischen Schiffen ankommen. Was ich natürlich persönlich sehr uncool halte. Also für sehr uncool. So, da unten auf jeden Fall hin. Komm mal hier hin. Bin unterwegs. Ja, fliegt bitte nicht unbedingt durch beide Kraftfelder. Weil das wäre nicht so cool. Oh. Weiterfliegen. Beginne Bombardierung. Auf dem Weg. Ja. Damit haben wir die. Ach man, der lebt ja immer noch. So eine Scheiße. Ich glaube, wir haben ein Schiff verloren. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Wird gemacht. Schnell weiter. Jawohl. Jawohl. Sagt er auch noch. Jawohl. Ja, ich finde das toll. Ja, Commander. Schnell zerstören, Mensch. Geschwader unterwegs. So, und das ist der nächste. Okay. Das nächste Feld, was wir zerstört haben. Das heißt, als nächstes geht's dann. Ach du Scheiße, wir müssen uns da noch durchkämpfen. Erstmal wieder nach oben reparieren lassen, bitte. Verstanden. Jawohl. So, und euch. Wir warten nur bitte hier rein. Gut, dann kann ich euch nämlich ausladen, um die Leute. Ach nein, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gemacht. Was habe ich gemacht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier mal ausladen. Hier ist Endstation. Alle Mann von Bord! Nee, macht ihn weg. Es kann ja nicht sein, dass er uns jetzt durchgehend nervt. So, den. Was gibt's denn? Ausgesetzt, das ist gut. Die Raffinerien sind alle fertig, die Vespingas-Raffinerien. Und ich kann neue Flieger bauen. Endlich mal. Hat ja auch lang genug gedauert. Die setze ich mal hier dann hin. Zumindest einen kann ich bauen, das ist ja fantastisch. Ach, wirklich? Und die werden auf jeden Fall repariert, das ist doch toll. Ach, die anderen sind dann noch in der Reparatur, okay. Ich werde dann hier unten erstmal ein bisschen aufräumen und dann den kaputt machen. Basis wird angegriffen. Wie bitte? Wollt ihr mich verarschen? Abheben, abheben, abheben. Wieso kann der nicht abheben? Scheiße! Abheben. Gut, und rüberziehen zum Reparieren. Meine Fresse, das war jetzt aber eine harte Sache, du.
Da hinten dürfen sie gerne von mir aus weiter zerstören. Das juckt mich nicht. Wobei, scheiße, juckt mich doch. Warte mal, runterziehen, damit die das nicht angreifen. Mist. Ich hoffe nur, die greifen das nicht an. Ansonsten, ich werde es... Wisst ihr was? Ich mach die jetzt platt. Ach, wie aufregend. Geht mal rüber. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, die sind da noch gut dabei. Die können auch ein bisschen hier noch machen. Und mit euch? Nein, mit euch mache ich jetzt mal nichts. Du bitte wieder runter. Am Boden. Und dann direkt deinen Technikfirma da bauen oder deine Technikabteilung oder was auch immer du da baust. Was nicht passt, und mit euch, mit dir werde ich erstmal reparieren. Wird angegriffen. Ja, ja, ist ja gut, ey. Bleib doch mal locker. So, da mache ich nochmal meine Schiffe stärker. Kreuzer Einsatz, ja, Commander. Mach's weg. Mach weg. Brutaler Angriff. Alle Geschütze. So, ein bisschen was verteidigen konnten wir noch. Pulverisiert sie. Und damit ist dieser Angriff auch zurückgeschlagen. Das ist super. Freut mich. Wir gehen wieder hier hin und bauen auf jeden Fall noch wieder neue von den Schiffen. Ganz wichtig. Einheit 1, wie geht's dir? Der geht's fantastisch. Aber... Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Wir müssen uns doch hier durch die Basis durchkämpfen, sehe ich gerade. Na? Macht keine Gefangenen. Na gut, geht mal. Waffen geladen und einsatzbereit. Ja, schön, dass die Waffen geladen und einsatzbereit sind. Beeilt euch auf jeden Fall ein bisschen. Zumindest, dass wir die da noch kaputt kriegen. Moment, wir können noch eigentlich... Ich bin noch gerade geil drauf. Shakul Inna. Können wir da oben irgendwie drüber? Wenn nicht, gehen wir hier mal rein. Ja. Retten wir ein paar Leben. Ja, retten wir ein paar Leben und sammelt da mal ein bisschen Vespidengas. Das wäre natürlich eine coole Sache, damit wir gleich unsere... Erweiterung fertiggestellt. Ach, Fusionskern haben wir nicht mehr. Was ist das denn? Das ist aber gerade ganz uncool. Wo haben wir denn den Fusionskern? Waffenfabrik, Fusionskern bauen. Da haben wir es doch. Alle Mann von Bord! Bau den mal bitte dahin. Ihr seid hier ja sowieso am Rumschießen. Beginne Bombardierung. Schnell wegmachen. Ganz besonders die. Ah, wie aufregend. Brutaler Angriff. Alle Geschütze. Na hier, kommt die Unsterblichen. Ganz schnell wegmachen, bevor die durchbrechen. Ah, wie aufregend. Super. Waffen geladen und einsatzbereit. Haut weg. Pulverisiert sie. Jawohl. Hier die Männer in Fabrik wegmachen, damit die auch keine neuen Einheiten mehr produzieren, die uns angreifen. Waffen hier mal eben das noch drauf. Ah, Mann. So, da. Macht einfach die Dinger weg. Macht keine Gefangenen. Und dann müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir hier gleich rauskommen. Beginne Bombardierung. Den haben wir. Ja. Brutale noch den kaputt. Alle Geschütze. Kommt schon. Beginne Bombardierung. Bombs. Brutaler Angriff. Ah, alle Mann. Geschütze. Ah, wie aufregend. Na kommt, macht ihn alle. Alles ausstellen. Und raus da. Mineralienfeld erschöpft. Raus da, bevor du kaputt gehst. Ich brauche auf jeden Fall ganz neue... Was nicht passt, wird passend Baumännchen. Nee, Baumännchen eigentlich gar nicht. Das sieht auch alles ganz gut aus. Hier können wir mal eben sammeln. Zack. Durchgeführt. Die haben wir alle. Und da rein. Ich bin die Klinge von Shakur. Wo ist der Notfall? Können wir euch nämlich hier wieder aussetzen. Hier ist Endstation. Ich sonne mich im Zwielicht. Super, die folgen dem sogar. Das ist sehr toll. Und du kannst gleich reparieren, du kleines Männlein. Retten wir ein paar Leben. Weil wir können jetzt unsere Schiffs bauen. Ah, Mist. Warte mal, dahin. Ja, das sieht gut aus. Neue Schiffe bauen, so viel wie geht. Oh, da geht einiges. Das freut mich.
was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Holen wir uns das? Ne, brauchen wir nicht. Wir haben noch genug Vespingas. Ich könnte gleich mal ein Männlein gebrauchen. Was ist los? Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Der ist da schön am Reparieren. Warte mal, ich nehme mal ein paar mehr. Was liegt an? Eben schön reparieren gehen. Sie wünschen? Ja, läuft. Sind alle dabei. Wie schaut es hier unten aus? Was habe ich denn da noch? Irgendwas steht da doch noch, oder? Ach, mein Einheitsarzt. Cool. Mein Marine, der steht da noch so rum. Komm, den können wir mal zum Verteidigen hier hinstellen. Der wird zwar wahrscheinlich nicht viel reißen, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, da ist immer noch am Forschen. Wir könnten auf jeden Fall noch bessere Waffen gebrauchen für unsere Schiffe. Darauf warte ich jetzt nochmal eben. Na komm. Ach, jetzt kommt gerade kein Vespingas rein, weil ich mit Reparieren beschäftigt bin. Reparatieren. Wie komme ich auf Reparatieren? Oh, und ich sehe, ich habe die Folge völlig überzogen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und raus. Ciao.